Du willst Eis ohne Farbstoffe und Aromen. Du stehst auf Natur pur. Das kannst du leichter haben. So, Sonntag, und wir sind zu faul zum Kochen. Also sind wir reingefahren in die Stadt und haben unsere Wirtschaft ausgesucht. Und wir haben uns für den Rot entschieden, direkt im Zentrum in der oberen Straße. Und haben einen schönen Film gemacht. Schaut's euch an. So, liebe SWM-Freunde, also heute sind wir beim Rot. In der Braugaststätte Rot oder Rot beim Rot. Und ich bestelle mir jetzt einmal eine Portion fränkische Speichel mit brauner Butter und Hollandaise und Petersilienkartoffel, 14,90. Und was nimmt ihr, Renate? Sauerbraten mit Spargel und Klöß. Sauerbraten mit Spargel und Klöß. Also hier ist ein fränkisches Gasthaus. Wie muss ich es erwarten von einer Brauereigaststätte? Also, wenn es heißt zum Rot, ne? Ja, also, ja, ist okay, ne? Und da kann man nichts sagen. Ich war glaube ich, noch nie dahin. Und ja, ist angenehm. Ich bin mal gespannt, wie das Essen jetzt schmeckt, ne? Also, freut euch auf unser Essen. In der Gaststätte Rot gibt es natürlich das gute Rotbier. Ja, das bleibt. Also früher war das ja mal die Gaststätte Beraun, da haben wir ja mal einen Film gemacht drüber, über den Beraun und haben die Gastwirte auch fotografiert. Jetzt ist es halt zum Rot. Ne? Und ja, wir haben ein wunderschönes Wetter heute in Schweinfurt. Gestern war ja die Tafel unten, war ja eine lange Tafel. Ich habe eigentlich erwartet, dass da so richtige lange Tafel aufgebaut wird. Da waren ja viele Tische. Ja, heute sieht man noch ein paar Wägen rumstehen, aber die Stadt ist ja wirklich voll geparkt. Ne? Man soll es gar nicht glauben, gell? Am Wochenende, wo da eigentlich gar nichts los ist, aber es sind alle Parkplätze belegt. Man hat echt Probleme, überhaupt einen Parkplatz zu finden. Ne? Aber ist ja gut so, soll ja so sein. Ne? Also, ich stoße mal auf euch an, Prost. Und Spargel Hollandaise. Also, der Sauerbraten von der Renate. Ja. Was kostet das? 17,90. Ja, 17,90. Ja, danke. Also die hat wunderbar. Das ist also jetzt meine Portion Spargel. Ja, die Soße ist ein wenig. Ne? Na ja. Jetzt schauen wir mal, wie es schmeckt. Und dann? Also der Spargel ist genau richtig so, wie er sein muss. Schön zart. Und da kann man nichts sagen. Also wirklich. Und wie schmeckt es dir denn alle? Gut, schmeckt gut. Schmeckt gut? Mhm. Ja. Also Leute, mal ehrlich, ne? Was gibt es Besseres wie einen fränkischen Spargel in einem fränkischen Gasthaus? Oder? Da geht auch die Seele auf, oder? Also zumindest mir. Also ich muss sagen, ich fühle mich sauwohl. Schmeckt gut. Einwandfrei. Vielleicht mal ein Gegenpol zum Brauhaus. Also gut, machen wir weiter mit dem Essen. Und Renate, wir wollen da essen. Was hast du am Mikrofon schon weg? Ich hab's aber da. Ja. Mein Essen war gut gewesen. Echt fränkisch, ne? Ja. Der Sauerbraten und die Soße war gut gewesen. Ja. Hm. Das Fleisch zart. Klöße haben gut geschmeckt. Spargel. Von der Hollandaise-Sauce, die hat sich alles mit der anderen Soße vermischt, aber hat gut geschmeckt. So, also liebe Leute. So, bin ich also fertig mit Essen? Hat gut geschmeckt. Ja, hat sehr gut geschmeckt. Sie nur so weiter. Also hat sehr gut geschmeckt. Und war so, ja, gibt es nichts zu meckern, gell? Also, und jetzt kommt gleich mal der Wirt. Und da werden wir mal ein Interview mit ihm machen. Und mal schauen, was er dazu sagt zu seiner Wirtschaft. Also, ich freue mich schon drauf. So, hallo, also liebe SWN-Zuschauer. Also, jetzt sind wir immer noch im Rot. Zum Rot heißt es, gell? Zum Rot, ja. Zum Rot. Jetzt habe ich den Gastwirt vom Mikrofon, also vor der Kamera. Können Sie sich kurz einmal vorstellen für unsere Fernsehzuschauer? Ja, hallo, ich bin der Mario Henkel, bin der neue Gastwirt von Gasthof zum Rot. Seit 20. Dezember haben wir eröffnet. Ja. Und ja, regionaldeutsche Küche. Fränkische Küche. Fränkische Küche, ja. 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 Für jeden was dabei, immer wechselnde Karte. Ja. Und Was würden Sie jetzt auch, was ist das Besondere an eurer Gaststätte? Die frische Küche. Die frische Küche? Ja, da lege ich sehr viel Wert drauf. Also das heißt, ihr macht alles frisch, wenn also Bestellung kommt, wird frisch angemacht? Ja, wir stehen morgens früh hier und dann werden die Breten angesetzt, so wie es eigentlich sein sollte, überall. Ja. Auch der Spargel wird frisch abgekocht und nicht einen Tag vorher. Ja. Wir machen Spätzle selber, also wirklich versuchen alles frisch rauszuheben. Und die Produkte fränkisch? Fränkisch. Fränkisch, also wirklich aus der Gegend, aus der Region. Aus der Region, Spargel von Spargelbauer, so wie es gehört. Ja. Und arbeiten mit den Leuten zusammen und
Und das zeichnet sich auch aus, weil die Leute sollen merken das auch beim Essen. Ne? Das ist ganz wichtig. Ne? Und jetzt braucht ihr immer einen Koch, gell? Wo haben Sie denn vorher gekocht? Vorher war ich in Gasthof, wenn es in Stettfeld ist. In Stettfeld? Mhm. Ja. Ja. Da hatte ich eine Wirtschaft. Leider habe ich da geschlossen, da war ich in TVO Oberndorf. Ja. Na gut, TVO, da muss man ja nicht viel zu sagen. Denn Sportlerheime, das ist ja heutzutage auch nicht mehr das, ne? Ja, TVO Oberndorf, das kennen wir ja. Da waren wir ja schon. Gut. Gut, dann habe ich ein Jahr weiter als Verkaufsmetzger gearbeitet und habe gesagt, gut, ich mach's nochmal. Ja. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, auch mit der Brauerei. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Ja, mit der Familie Bastner. Ja, sehr, sehr gut. Sehr gutes Verhältnis. Ja, sehr gutes Verhältnis. Wir sind, das ist wichtig, das ist Ehrlichkeit und das, ja, na, ist klar, das zahlt sich auch heute noch aus. Ne? Und das Bier passt ja auch, das kann man trinken. Das schmeckt gut. Ja. Richtig, Schweinfurterisch ist ja unsere letzte Brauerei. Wir haben ja nur noch eine, nur dabei. Ist ja schade drum, gell. Aber, ja. Nee, und das ist das... sieht man ja auch, wir haben auch immer so ein paar Veranstaltungen, kleine, weil das ist ja nur von der Räumlichkeit nicht so groß. Aber für 10, 15 Mann ist das immer. Was macht denn für Veranstaltungen? Nee, jetzt haben wir hier zum Beispiel die Kommunion, jetzt Kommunion und dann haben wir Konfirmation und Geburtstage. Ja. Ja. Habt ihr eigentlich einen Nebenraum oder so? Nein, leider nicht. Aber ein kleiner Biergarten habe ich. Aber den Biergarten, da machen wir jetzt, fangen wir den an. Da gibt es natürlich dann frisch schöne Brotzeiten. Ja. Ne, dass die Leute sich dann nachher das da auch gemütlich machen können und gut essen. Ja, das ist also ich freue mich schon drauf. Also Leute, wenn ihr nicht wisst, wohin, können auch mal da reingehen zum Rot. Ja. Und, sind alle herzlich willkommen. Ja. Das ist ganz wichtig. Und TV Oberndorf, das wissen wir, da kann man gut essen. Auch, ne? Wenn er das war, ne? Brauchen wir ja gar nichts zu sagen dazu. Ne? Genau. Spitzenküche, ne? Ja. Fränkische Küche. Und da freue ich mich drauf. Also ich werde mich mit Sicherheit mehr sehen hier. Da freue ich mich. Sehen. Was immer wenn ein Nachteil ist, dass ihr mir abends einen Stau macht unter der Woche, gell? Aber ja, na gut, jetzt ist auch, wir wollten ja auch mittags, aber das ist halt eine Personalfrage, wie andere auch. Ne? Ja, ja. Das ist ja auch nicht einfach. Und die Parkmöglichkeiten hier sind natürlich sehr schwierig. Ne? Ja, das auch haben wir für jetzt, uns persönlich. Ne? Das haben wir jetzt gemerkt gerade. Also man glaubt es gar nicht, gell? Die Gäste dass, natürlich auch. Ne? Dass am Sonntag so viel los ist in Schweinfurt, dass man keinen Parkplatz kriegt. Ne? Ja, das ist Wahnsinn. Ja, also gut. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg weiter mit eurer Küche. Und hat gut geschmeckt. Das ist wichtig. Danke fürs Essen und ja, recht vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns dann mal sehen. Schauen wir mal, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal probieren wir dann was anderes aus. Gerne. Das ist immer wechselnde Karte. Die Festkarte ist da und dann machen wir auch immer. Ich habe schon gesehen, gell? Alles also bodenständige Gerichte. Bodenständig. Also gut, danke schön. Ne? Also, einen schönen Tag. Vielen Dank. Danke. Ne? Mikrofon hat Dollars. Das lasse ich dann da. Also. Danke schön. Ne? Tschüss. Danke. Ciao. Also ihr seht, Leute, es liegt also mitten in Schweinfurt und da könnt ihr zu Fuß dann nun der Markt laufen und wir laufen jetzt vor zur Kirche. Rauchen sie ja immer noch aus, gell? Ja, so schön kann auch Schweinfurt sein. Probier, wenn ich jetzt gerade eine drehe. Also heute geht er etwas ruhiger zu, hier bei der Vesperkirche. Wir sind auch schon ziemlich spät dran jetzt. Und wir wollten aber trotzdem noch mal reingucken.